Hallo zusammen und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ja, ich weiß, wir haben wieder eine etwas längere Pause gemacht. Ich habe es einfach neben den Livestreams nicht geschafft, noch ein anderes Spiel aufzuzeichnen. Ist ein bisschen blöd, weil wir bei Rise of the Tomb Raider so kurz vor Ende stehen. Aber ich muss auch wirklich, wirklich gestehen, dass mir die Motivation tatsächlich sehr, sehr gefehlt hat, das Spiel weiterzuspielen. Irgendwie packt es mich tatsächlich nicht so wie den Vorgänger oder wie der Vorgänger. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie reizt es mich nicht mehr so. Vielleicht ähnelt es einfach zu sehr dem Vorgänger. Keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz wollen wir die Story ja zu Ende bringen. Jetzt darf ich mich natürlich wieder so ein bisschen auf die Steuerung wieder einstellen. Ich hoffe, das geht relativ schnell. Ich habe aber überlegt, dass ich wahrscheinlich nicht die noch fehlenden Gräber mache und wahrscheinlich auch nicht den Charakter skillpunktemäßig ausmaxe, sondern dass ich wahrscheinlich jetzt einfach die Story beenden werde und das Spiel damit erstmal ad acta lege, weil wie gesagt, es ist... heute habe ich zwar wieder mal wie so ein bisschen Lust drauf, das zu spielen, aber... Im Großen und Ganzen, wie gesagt, fehlt mir halt einfach die Motivation. Deswegen, wir schauen jetzt einfach mal, wie wir hier durchkommen. Okay. Hier ist eine Wand, bei der wir durchbrechen können. Ich überlege auch gerade, wo wir storymäßig stehen geblieben waren. Also wir sind ja, wir haben zuletzt erfahren, dass Jonas der Prophet ist. Und sind jetzt quasi auf dem geheimen Weg hin zur Quelle. So, hier können wir die Kletterpfeile benutzen. Dann tun wir das doch mal gerade. Vorsichtig, nicht so weit an den Abgrund. Ach so. Ah, warte mal. Ich glaube, wir müssen uns von hier rüberhangeln. Na, auch mit dir. Ich guck mal gerade. Aber da unten liegt doch auch noch was. Da ist doch ein Überlebensversteck. Warum wurde mir das denn gerade nicht angezeigt? Da. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. So. Und dann, ich glaube, drei Stück können wir da insgesamt reinhauen. Und dann müsste das mit dem Klettern nämlich hinhauen. Ich muss nur mal gucken, dass ich die im richtigen Abstand dahin kriege. Einen jetzt so Pi mal Daumen in die Mitte. Das passt. Und den letzten da hinten hin. Das passt auch. Okay. Nummer 1. Und rüber. Sehr gut. Können wir noch ein paar Pilze einsammeln. Aber ich glaube, wir haben sonst alles voll. So, wie machen wir das hier am besten? Zwei hier unten, einen da oben vielleicht. Ah, das ist vielleicht ein bisschen... So. Den nächsten dann... hier. Das reicht noch. Und einen hier oben. Ich weiß aber nicht, ob das reicht. Doch, das reicht tatsächlich. Okay, probieren wir es mal aus. Das ist aber eine knappe Kiste. Dann da hoch und darüber. Es funktioniert sogar. Nicht schlecht. Pilz haben wir jetzt voll.
Dann gehen wir mal ans Lagerfeuer. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort, Kitesh, Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange, so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Dass sie immer noch so überrascht ist von so übernatürlichen Phänomenen, nach dem, was sie im ersten Teil erlebt hat. Gut, fangen wir mit den Fertigkeiten an. Kämpfer haben wir schon ziemlich viel. Könnten wir noch lautlose Kills steigern und medizinische Versorgung. Jäger wäre vielleicht interessanter. Zielfixiertheit. Könnten wir machen. Dreifachschuss. Automatisch Kopf anstatt den Körper an. Das ist auch nicht schlecht. Tierische Instinkte? Nee. Das ist immer noch so. Braucht man nicht wirklich. Schrotflinte benutzen wir eh nicht. Pistolenexperte? Ja, kann man machen. Muss man nicht. Drücken Sie im Sprung Y, im Sprung. Ach so. Ah, dann können wir quasi höher klettern mit den Fallen, weil wir es im Sprung einsetzen können. Jetzt zum Schluss noch diesen eifriger Lerner machen, ist irgendwie auch so. Bringt wahrscheinlich nicht mehr sonderlich viel. Ich überlege, ob wir den Pfeilkletterer nehmen oder den Mehrfachschuss mit Kopf. Aber den Mehrfachschutz nutzen wir ja kaum. Mehrfachschuss, nicht Schutz. Ich glaube, wir nehmen mal den Pfeilkletterer. So, dann können wir noch Waffen upgraden. Den Hornbogen. Oh, nee. Der ist nicht so. Ich bleibe echt beim Compoundbogen. Der macht doch noch am meisten Schaden von allen Bögen, die wir mit uns rumtragen. Außer, den haben wir natürlich noch nicht vollständig. Aber ist auch ein Hornbogen. Der wird wahrscheinlich auch nicht viel mehr Schaden machen als der andere Hornbogen. Was können wir denn noch upgraden? Handfeuerwaffe können wir alle drei. Mondschatten haben wir aktuell ausgerüstet. Ist auch definitiv die beste Waffe. Da könnten wir das Magazin erweitern. Gezogener Lauf. Belüfteter Schlitten. Stoßstabilität. Ich würde eigentlich lieber das Sturmgewehr machen. Warte mal, haben wir denn da auch für das... Nee, das, was wir benutzen, da haben wir natürlich nichts für. Für Upgrade. Wir könnten das Repetiergewehr. Warte, das ist so schlecht in Munition und so weiter. Nee, das lohnt sich auch nicht. Schrotflinte benutze ich eh nicht. Dann nehmen wir doch die Handfeuerwaffe. Und erhöhen den Schaden noch ein bisschen. Reicht es hierfür auch noch? Oh, ich glaube, hierfür reicht es auch noch. Munition oder Rückstoßstabilität. Da machen wir, glaube ich, Rückstoßstabilität. Und das erweiterte Magazin. Guck mal da. Können wir alles auf einmal machen. Nicht schlecht. Dann haben wir 83% vom Mondschatten fertig. Das ist nicht verkehrt. Dann speichern wir einmal schnell. Und weiter geht's. Nee, falsche Richtung. Moment, von da kommen wir. Das macht jetzt keinen Sinn. Da geht's weiter. Einmal tauchen. Was haben wir hier hinten?
Da versteckt sich was. Ein Überlebensversteck hier irgendwo. Da. Okay. Oh, da war eine Wildschweinhaut drin. So, Pilze hatten wir voll, genau. Faszinierend. Ah, das sieht schon cool aus. Das ist wahr. Das sieht schon wirklich, wirklich gut aus. Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, bevor die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Ist auch so schön. Es sollte sicher sein, zumindest bis. Das ist schon mal so eine sehr, sehr beruhigende Aussage von Jacob. Ich glaube nicht, dass wir hier so lange allein bleiben. Vorsichtig mal so ein bisschen umschauen, ob hier noch irgendwo was versteckt ist. Das schreit nach Rätsel. Das ist unglaublich. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Mit dem Teil müssen wir jetzt also den Weg öffnen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Schaffen wir das? Das sieht so weit aus. Sieht aus, als könnte ich das an seinen Platz ziehen. Okay. Ach so, warte mal. Okay. Reicht das schon? Okay, die Sachen kann ich so ein bisschen rumjonglieren. Auf jeden Fall müssen wir jetzt da hinkommen. So. Okay. Dann gehen wir mal da runter und schauen mal. Das da hinten können wir auch noch drehen. Warte mal, haben wir eben das oder das gedreht? Die können ja beide, gehen ja beide dran. Ich glaube, wir haben das hintere gedreht. Ich glaube es. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich muss das in die richtige Position bringen. Ja, ich kann nur leider von hier keinen Fall schießen, weil der Stand so, ups, ein bisschen unstabil ist. Bleib stehen. Dann gehen wir nochmal runter. Funktioniert das jetzt? Eigentlich kann es so nicht funktionieren. Warte mal. Ich glaube, wir müssen es nochmal drehen, weil dann können wir mit der Hakenaxt darüber springen auf den nächsten Abschnitt. Wäre jetzt meine Vermutung. Probieren wir das mal so. So, weil jetzt müssten wir... Oh Gott.
Jetzt kriege ich das bestimmt nicht auf die Kette mit der Axt, wie das ging. Oh, doch, funktioniert. Oh, Vorsicht, bleib stehen. Ach, verdammt. Ah, jetzt bin ich zu früh gesprungen. Weil jetzt kann ich es ja hier wieder nicht, kann ich ja wieder keinen Pfeil abschießen. Und von hier aus komme ich nirgendwo hin. Okay, muss ich nochmal zurück. So. Und dann müssen wir dieses hier zweimal drehen. Damit wir die Platte auf der anderen Seite haben und da wiederum hochkommen. Und dann müssten wir da schon rüberlaufen können. Müssen wir aber nochmal drehen. Na, reicht es von dem Winkel? Oder bleibt es jetzt so stehen? Oh, es bleibt so stehen. Echt jetzt? Scheibenkleister. Ja. Winkel reicht nicht. Müssen wir nochmal ganz rüber. Wow. Vorsichtig, meine Gute. Vorsichtig. So. Jetzt passt es. Und jetzt müsste es sich auch richtig drehen. Nein! Oh, toll. Und dann springe ich daneben. Das gibt's doch nicht. Oh, verdammt. Hat er das jetzt gespeichert? Das ist richtig, das ist richtig. Das ist nicht richtig. Also nochmal. Okay, so, jetzt bitte nicht daneben springen. Schön aufpassen. Oh, genau. So, dann darüber. Hoch. So, hier mit der Hakenaxt drüber. Genau. Und da wieder hoch. Und das müsste eigentlich reichen. Ja, reicht. Okay. Ah, Münzen. Es ist versperrt. Ich muss nur den Mechanismus lösen. Was ist versperrt? Das Ding. Okay. Hier geht's also nochmal weiter und dann nochmal auf die andere Seite. Kurz schauen. Hier kommen wir jetzt schon mit der Hakenaxt rüber. Keine Ahnung, warte mal, da oben geht's. Ach, großer Gott, da geht's auch noch eins hoch. Wahrscheinlich müssen wir da oben zu der Gittertür. Kann das sein? Gehen wir erstmal hier rüber. Vielleicht sieht man es von hier besser. Das ist hier drüben. Noch so ein Mechanismus? Ja. Noch eine Sperre. Und jetzt kann es sich bewegen. Okay. Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Ah, das sollte man jetzt in der Tat tun. Warte mal, wie machen wir es denn jetzt am besten? Oh Mann. Das ist genau so ein Rätsel für mich, wo ich 20 Mal runterfallen werde. Oh Gott. Das hilft uns jetzt gerade nicht. Wir müssen... Das hilft uns auch nicht. Verdammt, wir müssen noch eine Runde warten, bis das Hakenachs-Dings wieder da ist, glaube ich. Obwohl, warte mal. Wo geht's denn da lang? Moment.
Die Mongolen zerstörten alles und die Stadt versank unter dem Eis. Und wieder ein bisschen Griechisch gelernt. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber ich wollte erstmal schnell spinksen gehen, was da los war. Da kommt es gerade. Okay, das reicht nicht. So viel zum Thema, da muss das Timing stimmen. Okay. Oh mein Gott, der Controller vibriert gerade wie blöde. Wahrscheinlich soll das hier die Bewegung simulieren. Warte mal, wie kommen wir denn dann am besten ganz nach oben? Da dreht sich die Scheibe, die kommt dahin. Das hilft uns aber nicht beim Hochklettern. So, die Hakenaxt funktioniert hier auch nicht. Das war wahrscheinlich nur für den Hinweg. Aber die anderen Scheiben hängen definitiv zu hoch. Warte mal. Gerade beobachten, wie rum hier die Platte hängt, wenn es auf die andere Seite kommt. Das hängt jedes Mal da. Das hängt nicht da, wo die Rampe ist gerade. Reicht das? Reicht das? Ja, okay, das reicht schon mal für die Mitte. So, das könnte von hier aus funktionieren. Nein, 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 Mädel. Och, Gottchen. Aber das müsste der nächste Schritt eigentlich sein, oder? Versuchen wir es nochmal. Nein. Ach, verdammt. Das funktioniert so nicht. Okay, das hat auf Anhieb geklappt. Ist das nicht der nächste Schritt, hier rauf zu gehen? Warte mal. Da oben haben wir so Balken. Hier haben wir nochmal Platten. Wenn wir da hochgehen, über die Platte, kommen wir von da aus an das Ding, glaube ich, ran. Und von da aus dann nochmal auf die Platte, oder? Oh Gott. Wo müssen wir denn ganz oben hin schließlich? Kann man an der Mitte klettern? Ich habe keine Ahnung, wo wir von hier aus hin müssen, ist das Problem. Also wo der Zwischenschritt zwischen ganz oben und hier den sich drehenden Stegen ist. Das war ja meine Vermutung, wenn man... Aber ich weiß nicht, ob man von da aus schon da oben an die Balken rankommt. Naja, Try and Error, ne? Oh. Okay, der Trick ist nicht nochmal auf Springen drücken, sondern dann einfach nur klettern. So, und das müsste nämlich eigentlich jetzt hinhauen. Oh Gott, da wird er mir schlecht bei. Gehen wir an das Ende, weil das war zeitgleich dann vorne mit dem Balken. Okay, aufpassen. Spring! Okay, passt. Geduld, Lara. Ah, hier muss ich mich jetzt drauf fallen lassen. Jetzt! Oh, okay. Und das ist dann der nächste Schritt hier. Ich warte eine Runde. Aber ich glaube, ich darf nicht zu weit vor, weil das überschneidet sich ein bisschen. So, warten, warten, es kommt gleich. Da ist es. Okay, und hochklettern. Okay. Und von hier aus ist nämlich jetzt die Frage, wo müssen wir von hier aus hin? Wo können wir dran springen? Müssen wir an die Mitte? Ich glaube, wir müssen an die Mitte. Oh, das ist aber... Oder müssen wir noch eins weiter springen? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich will es jetzt nicht versauen. Das hat gerade so gut gepasst. Oh, ich hoffe, es ist die Mitte, an die wir ranspringen müssen. Lass es die Mitte sein. Halt dich fest. Sehr gut. Das passt schon mal nicht. Ah, hier. So, und dann nochmal außenrum. Okay. So, dann hier hin. Und dann... Oh. Das ist aber... mutig. Puh. Okay, da ist zu. Müssen wir also dahin. Aber ich gehe den sicheren Weg. Ich gehe über den Steg. Ich gehe nicht über die Planke. Obwohl das wahrscheinlich auch kein Problem gewesen wäre.
Aber ich kenne mein Glück, ganz am Schluss stürze ich sonst ab. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Wir sind ganz oben, meine Liebe. Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Neue Fertigkeit gemeistert. Klassische Ausbildung. Erhöht die Anzahl der Pfeile, die ohne Nachziehen aus dem Köcher schnell hintereinander abgefeuert werden können, auf 3. Ach so. Ich dachte, das hätten wir schon freigeschaltet. Okay. Da geht's weiter. Und da hinten nicht. Dann gucken wir mal. Hier brauchen wir wieder unsere lustigen... Oh, Vorsicht. Da kommt ein Abgrund. Hier brauchen wir wieder unsere schönen Bandpfeile. So, dann da einen hin. Und rüber. Und schön vorwärts hangeln. Ja, ich glaube, da komme ich nicht dran. Deswegen ist es rot, oder? Komme ich da dran? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich da so weit... Komme ich so weit rüber? Ich hoffe. Ja. So, wenn ich da nämlich jetzt unten hinkomme, rutsche ich ab. Aber da ist ein Überlebensversteck. Na toll, und ich bin gerade hier. So. Ach, guck mal, es hängen aber noch alle Pfeile. Ich dachte, seit wann können wir denn 5 schießen? Normalerweise verschwinden die doch immer. Na gut, ich beschwere mich nicht. Wir kommen jetzt in einem Rutsch rüber. Sonst sind die normalerweise, glaube ich, nach 3 Pfeilen wieder verschwunden. Glocken. Die alte Stadt ist nah. Okay, dann wird's gleich gefährlich. Gehe ich schwer von aus. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja. Sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greift nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Da hinten müssen wir lang. Oh, was haben wir hier noch? Ein Dokument. Na. Ah, komm schon. Stell dich richtig hin, ich will's einsammeln. Ach, das gibt's doch nicht. Sammelt ihr das nicht ein? So, jetzt. Ich dachte, ich wäre tot. Die Kälte nagte an mir. Ich wurde schwach. Selbst als ich die Leute des Propheten auf dem Kamm eines seltsamen grünen Tales lagern sah. Schritt für Schritt, mit gezogenem Schwert, trottete ich weiter. Ich wollte angreifen, einen Kampfschrei ausstoßen, als ich bewusstlos wurde und in den Armen der Ketzer zusammenbrach. Sie wissen, wer ich bin. Sie haben Trinity erwartet. Sie haben nicht viel, aber sie ernährten und wärmten mich, bis ich wieder gehen konnte. Der Prophet sagte, ich könne jederzeit gehen, aber sie nahmen mir meine Klingen. Selbst bewaffnet könnte ich diesen Mann kaum töten. Ich habe den Orden enttäuscht. Ich habe mich selbst enttäuscht. Aber ich lebe. Gehen wir nochmal hier oben gucken. Hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas. Ja, Karte. Karte aktualisiert. Sehr gut.
bisschen Holz. Und hier speichern wir nochmal. Weil ich schwer davon ausgehe, dass es hier gefährlich wird.